Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer der letzten Sessions hier heute mit dem Thema, warum ist eure oder ihre Webseite nicht sicher oder noch nicht sicher. Das Projekt Joomla Security, kennt das jemand von euch? Doch ein paar, sehr gut. Kurz zu meiner Person. Ja, bin der Christian, 34 Jahre alt, habe die JUG München gegründet und mit dem Jan Erik Sassenhaus joomlasecurity.de mit den Informationen, die wir damals bereitgestellt haben, und bin Unternehmer und verdiene ja, mit Joomla mein Geld. Mich würde von euch auch interessieren, welche Gründe ihr seht, warum ihr jetzt hier seid, warum vielleicht eure Webseite nicht sicher ist. Möchte sich dazu jemand äußern? Erstmal keiner. Hemmo. Auch gut. Wir haben das mal mit einem anderen Ansatz verfolgt. Ist das Faulheit? Unwissenheit? Möglich. Die Verantwortung nicht bewusst. Ich ziehe hier vor allen Dingen mal auf das Thema rechtlich ab, was den meisten Leuten, glaube ich, nicht so ganz bewusst ist. Falsche Beratung, also ob jetzt ein externer Dienstleister oder ihr den Kunden vielleicht falsch berät. Und keiner fühlt sich zuständig. Passiert in vielen Unternehmen doch sehr häufig in meinen Augen. Hinzu kommt Gleichgültigkeit. Könnten das Gründe sein? Könnten das hier und da was widerspiegeln? Das sind Themen, die sollte man sich durch den Kopf gehen lassen, weil ich glaube, gepredigt haben wir in den letzten Jahren, wenn man ein bisschen weiter ausholt, der Joomla Day in Bad Nauheim vor mittlerweile 9 Jahren kam eine Session vom Thomas Karl mit Security, die war ziemlich überlaufen. Danach wurde joomlasecurity.de gegründet und wir haben seitdem Vorträge hier auf dem Joomla Day gehalten und haben viel erzählt, was man in Joomla irgendwie machen kann, aber wir haben irgendwie, glaube ich, vergessen, den menschlichen Faktor mit diesen Punkten im Endeffekt mal zu berücksichtigen. Die ganzen Unternehmen, die jetzt Webseiten anbieten, aber keine Wartungsverträge zum Beispiel dazu, wo dann der Hoster kommt und sagt, boah, ich schalte das jetzt mal ab, weil es wieder mal gehackt worden, oder man kriegt irgendwelche Sachen, ja, wir haben da so eine Joomla 2.5 Installation, auch schon ein bisschen älter, ist halt irgendwie schwierig. Es kommt immer wieder vor, auch Webseiten, die immer wieder unterkommen, wo, ach, wir wurden gehackt, das wussten wir gar nicht. Ja, guckt man mal so nach, ich sage, wenn der Timestamp auf dem Server jetzt mal stimmt, gehe ich jetzt mal von aus, ja, dann ist das schon so 8 Monate her. Ist schwierig. Ich glaube, diese Punkte sollte sich jeder mal durch den Kopf gehen lassen, was man dort vielleicht verändern könnte. An sich selbst, an der Webseite, am Unternehmen, vielleicht auch beim Kunden. Ich sehe, die Zuständigkeit sollte ziemlich klar geklärt werden. Auch im Falle von Urlaub oder Krankheit. Das wird nämlich ziemlich unterschätzt. Wenn Joomla.de ankündigt, es wird demnächst ein Sicherheitsupdate geben, dann ist das wichtig. Und das wurde nicht umsonst in der Regel eine Woche vorher angekündigt. Das heißt, an diesem Tag, wenn das Ding veröffentlicht wird, müsst ihr updaten. An diesem Tag. Und wenn es geht, innerhalb von einer Stunde. Sonst habt ihr ein Problem. Weil die Hacks beginnen in der Regel in diesem Zeitraum. Danach wird der Massenangriff weltweit gestartet.
müsst ihr wissen, wie ihr damit umgehen wollt. Also das Problem hat jedes CMS-System. Joomla kommuniziert das sehr, sehr gut. Da muss ich David sehr, sehr viel dafür danken, dass er sich darum kümmert. Und an euch liegt es im Endeffekt, das System sicher zu kriegen. Es gibt Hosting-Provider, die spielen Sicherheitsupdates ein. Bei manchen Seiten geht das relativ gut, bei einigen Seiten nicht. Wer solchen Hosting-Provider nicht hat, sollte zusehen, dass er diese Updates, sag ich mal, dort einspielt. Komme ich auch zum Thema. Der richtige Hosting-Provider. Das ist live. Ich war schon in vielen Rechenzentren drin. Dieses Bild ist jetzt zwar von Flickr, aber ich habe schon ähnliche Rechenzentren wirklich von innen gesehen. Es ist katastrophal. Wenn man dann feststellt, warum der Switchport nicht geht, man hat festgestellt, es hängt an dem Switchport gefühlte 25 Kilo Kupferkabel dran und der Switchport ausgebrochen ist. Wir haben, denke ich, genügend Sponsoren hier auf dem Joomla Day, die definitiv man als richtigen Hosting-Provider auch dazu zählen kann, wo man sagt, wählt den richtigen, wo es halt vernünftig aussieht. Die halt auch mal ein paar Bilder posten und sagt, okay, die kümmern sich halt mal um was. Also da beginnt Sicherheit. Holt euch den richtigen Hosting-Provider, der euch auch Arbeit abnimmt. Ansonsten geht es halt im Endeffekt weitere Faktoren natürlich, Joomla an sich im Endeffekt weiter abzusichern. Eine Möglichkeit ist, die wir auch seit Jahren predigen, seit über 5 Jahren mittlerweile, die Zwei-Faktor-Authentifizierung. In dem Falle mit dem YubiKey, Software, OTP, mit, ich sag mal, Google Authenticator, ich persönlich halte davon nichts. Mittlerweile gelten sie hier und da auch als unsicher. Das sollte auch man berücksichtigen. Wir reden hier von einem Hardware-Token, der halt extern ist. Wir machen das seit Jahren so, dass im Endeffekt Webseiten, wo der Kunde, ich sage jetzt mal, 5 User im Backend hat, die da von mir aus wirklich was pflegen. Ja, also wenn der Kunde wirklich mal pflegt und nicht sagt, ja, er will fliegen, aber eigentlich tut das doch nicht. Wir geben den Kunden für jeden User ein YubiKey in dem Falle. Er hat gar keine Wahl. Warum? Er kann das im Endeffekt machen. Er kann sein Passwort rein theoretisch so unsicher gestalten, wie er von mir aus will. Durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung erreiche ich weitaus mehr Sicherheit. Weil ich kann ihm zwar im Endeffekt, wenn wir Webseiten erstellen und das dem Kunden übergeben, wir machen das so. Was macht der Kunde aber danach? Der sagt, ach, das ist mir zu kompliziert, das kann ich mir nicht merken. Mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung hinten dran zum Beispiel kann ich so ein Problem, sage ich mal, auf jeden Fall minimieren. Ich kann es halt einfach nicht mehr kontrollieren. Grundsätzlich sollte man vernünftig sichere Passwörter wählen. Wer das immer noch nicht tut, dem ist irgendwann, sage ich mal, nicht zu helfen. Aber was brauche ich noch? Das Wichtigste vor allen Dingen bei gewissen Hacks, vor allen Dingen, wenn sie Monate zurückliegen und man hat sie wirklich nicht mitgekriegt, weil nur irgendwo eine PHP-Datei abgelegt worden ist, die gar nicht mal aufgetaucht ist und der Hosting-Provider hat durch den Scan-Prozess das auch nicht gefunden. Ich sollte was haben. Ich sollte Backups haben. Ganz banale Funktion. Es gibt Erweiterungen, man kann es manuell machen, selber Skripte schreiben, was auch immer. Und diese sollten extern liegen und nicht unbedingt in Massenform irgendwo auf dem Webspace, der dann unter Umständen schon 3-mal kompromittiert worden ist. Das wird auch ständig vergessen. Und zu diesem Thema hatten wir auch bei uns in der JUK in München mal einen schönen Vortrag und Tom hat sich so schön bereit erklärt. Wer kein Backup hat, der verdient auch kein Mitleid. Macht's bei jeder Installation oder auch Update, macht's ein Backup.
Also auch Akiba zum Beispiel kann ich ja einstellen, wenn ich ein Joomla-Update durchführe, dass zum Beispiel vorher einfach ein automatisiertes Backup angelegt wird. Das hilft schon ungemein. Es kann immer mal was schieflaufen. Und wenn ein Hack da ist und der ist Monate vorher passiert, dann kann ich das vielleicht noch irgendwie überprüfen, was die Ursache war. Das ist halt, ja, wichtig. Was wir vorhin schon hatten, ja, Backups oder Updates zeitnah einspielen. Das ist ziemlich, ziemlich wichtig. Wer von euch spielt denn nach Veröffentlichung, ich sag mal, innerhalb von 24 Stunden Updates ein? Ich sag jetzt mal 90%. Sehr gut. So soll es sein. Die anderen 10%, ihr müsst es noch tun. Okay, lassen wir gelten. Aber es ist wirklich extrem wichtig, dort schnell einzuspielen. Also man kann halt ja auch sehr viel automatisieren. Es ist ja nicht unbedingt, dass man sich da irgendwie hinsetzen muss und dann ständig auf den Update-Button drücken oder so. Ja? Also man kann da schon viel Automatisation, sage ich mal, machen, wenn man halt viele Webseiten hat. Wenn man das nicht hat, mein Gott, dann spielt man da halt auf dem Update-Button einmal drauf und fertig. Ist das Thema auch erledigt. Also von daher sollte man halt mal drüber nachdenken, wie man dort mit gewissen Sachen, sage ich mal, einfach umgeht. Was wir auch immer wieder predigen und es unheimlich viel einfach hilft, ganz banale Dinge. Ich fange jetzt hier nicht an, dass Ordnerrechte 777 und so weiter. Ich glaube, das wurde kaugummimäßig zu oft durchgekaut. Aber was ich immer wieder sehe, ist, dass Backend einfach offen ist. Ich sehe erstmal, dass es, ich gebe oben hinter der Domain Administrator ein und mir springt da so ein Login von so einem Backend an und ich denke mir, ja, Joomla 2.5, toll. Wo wollen wir denn da jetzt ansetzen? Warum kann man sowas nicht schützen? Es ist banal. Also entweder bietet ein Hoster die Möglichkeit an, das einzurichten, oder ich mache es halt selber. Das sind 3 Zeilen, mehr ist es nicht. Einfügen, fertig, aus. Es hilft ungemein. Bei Webseiten, also mittlerweile in Joomla ist es mittlerweile Standard, aber ich habe auch Leute gesehen, die haben es dann mal wieder aktiviert und vergessen zu deaktivieren, dass die Benutzerberechtigung im Endeffekt einfach an ist, wo es nicht notwendig ist. Und dort im Endeffekt ständig irgendwelche User da generiert werden, die dann versuchen, mehr Rechte zu erlangen. Also man kann das mit banalen Dingern einfach abschalten. Mittlerweile ist sehr, sehr viel in Joomla von Haus aus übernommen, aber es gibt Leute, die aktivieren es dann und vergessen, warum auch immer, vergessen es wieder zu deaktivieren oder sind der Meinung, dass sie die Funktion brauchen, obwohl sie es nicht brauchen. Dementsprechend auch unnötige Einstellung, schaltet sie ab. Wenn ihr das nicht braucht, schaltet es ab. Es kommt auch immer wieder vor, man kann es eigentlich gar nicht oft genug predigen. Kommen dann Support-Anfragen, ich habe da ein Problem mit meiner Joomla-Seite, irgendwas geht da nicht, können Sie mal gucken. Dann guckt man ins Backend und dann gibt es ja das schöne Menü oben, man geht auf Komponenten. Wer hat denn schon mal so einen Komponenten-Dropdown mit einer Scrollleiste gesehen? Schön. Irgendwie so das Gefühl, dass Extensions Directory mal installiert. Man muss sie ja mal alle probiert haben. Ich weiß nicht, das ist, dann stellt man auch fest, wenn man dann dementsprechend in die Einstellung reingeht, Komponenten halt aktualisieren, wo dann diese Erweiterungen auftauchen. Natürlich müssen sie alle aktualisiert werden, aber viel, viel schlimmer ist, sind dann diese Versionsnummern. Wo dann die Version, ich habe installiert 2.0, aktuell ist gerade 4.5. Von wann ist das? Oh, da steht ein Datum, 2015. Okay, ihr habt da garantiert eine Sicherheitslücke drin. Und solche Systeme irgendwann sauber zu kriegen, meistens gar nicht möglich. Wir hatten vor kurzem so einen Fall gehabt, ich habe gesagt, nö, wir machen das Ding neu, das geht schneller. Das macht keinen Sinn.
Und festgestellt ist, dass von diesen Erweiterungen da drin nicht eine verwendet wurde. Sollte man drüber nachdenken, was man wirklich braucht, weil alles das, was ihr installiert, muss aktualisiert werden. Dieser menschliche Faktor dahinter, wenn ihr was testen wollt, dann macht euch eine Kopie der Webseite, von mir aus einem Subdomain oder lokal oder was auch immer, und testet die Erweiterung da aus und macht das nicht unbedingt im Live-System. Und vergesst das Zeug nachher zu deinstallieren, weil das sind eure Einfallstore. Meistens ist das wirklich so. Und wenn es nur die dumme Slider-Komponente ist, das bringt euch irgendwann um. Und der Schaden, der da entstehen kann, ja, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Es gab Fälle, da geht es wirklich um Geld. Und um nicht irgendwie 500 Euro. Sondern dass Unternehmen sich umbenennen müssen. Und das ist dann hart. Weil irgendwelche Bilder mit kleinen Kindern abgeloadet worden sind und verteilt worden sind über die Webseite. Das wird spaßig, Leute. Denkt darüber nach. Tut euren Kunden damit auch einen Gefallen und euch selbst, die ihr das betreibt. Ihr könnt ja zusätzliche Sicherheitsfunktionen aktivieren. Könnt, müsst nicht. Wir haben uns mal Gedanken gemacht von Joomla Security und haben gesagt, okay, wir tun eine erweiterte HTAccess im Endeffekt erstellen. Aus gewissen Standardregeln und so weiter. Es gibt Funktionen, also es gibt zwei Versionen davon. Eine Standard und eine Extended. Vor kurzem habe ich festgestellt, nach dem Joomla 3.9 Update, auch die Standard muss dann nochmal angepasst werden. Irgendwas ist da anders, irgendwas funktioniert nicht. Kann vorkommen. Aber im Endeffekt ist so eine schöne HTAccess mit diesen lustigen Regelwerken so ein bisschen wie eine kleine Firewall. Es kann euch was bringen. Viele sagen auch, nö, ich lasse die Standard Joomla HTAccess, um Gottes Willen, alles gut, toll. Ich verwende unsere erweiterte HTAccess bei unseren Kundenprojekten eigentlich durchweg. Ja, hier und da muss mal was angepasst werden, weil irgendeine Erweiterung da mal kollidiert und mal eine schöne Fehlerseite produziert oder halt nur eine weiße Seite, weil zu viel geblockt wird. Oder ich mir halt die Frage stellen muss, stimmt die Erweiterung da? Macht die das, was sie da eigentlich machen soll? Weil das Regelwerk, was wir verwenden, ist relativ Standard gehalten, aber es kann schon mal zu kleinen Problemen führen, will ich gar nicht ausschließen. Wir haben aber auch noch ein paar mehr Funktionen da eingebaut. Caching, SSL-Umleitung von Haus aus und solche ganzen Geschichten, ganz banale Dinge. Wenn ihr sowas nutzen wollt oder euch damit auseinandersetzen wollt, probiert's. Wir haben viele Angriffe dadurch abwehren können. Also die ist im Endeffekt natürlich entstanden aus joomlasecurity.de. Wir haben zu Höchstzeiten um die 120 Hacking-Angriffe am Tag gehabt. Bisher hat es keiner geschafft. Daraus ist dieses Regelwerk auch teilweise mit entstanden und erweitert worden. Ich sage nicht, dass das überall die perfekte Lösung ist. Das muss jeder selber für sich entscheiden. Aber guckt es euch mal an. Ihr könnt damit extrem viel abwehren. Und es gibt so Kunden, deren Webseiten irgendwie lustigerweise utopisch häufig angegriffen werden. Wir haben auch gesehen, dass man, boah, schmeißen wir die Datei da mal rein, Seite funktioniert noch, Kontaktformular geht auch noch, alles super und wir behalten das mal im Auge. Nach 3 Monaten haben wir festgestellt, die Angriffe gehen zurück, weil die Scheißbots gemerkt haben, sie kommen nicht mehr weit. Kann man mal ausprobieren. Ansonsten, wer es immer noch nicht hat, wer hat es noch nicht? Den schmeiße ich jetzt einen Karton hier hinterher. Sehr gut. Oder es traut sich keiner. Das ist auch gut. Ja, genau, ist das neu. Kann man das essen? Ja, es ist banal. Ja. Es ist seit Jahren schon, predigt man SSL mittlerweile bei jedem Hosting-Provider. Mein Gott, Let's Encrypt inklusive. Und wenn ich halt mehr brauche, mein Gott, dann hole ich mir halt noch ein anderes Zertifikat. Ist ja auch kein Problem. Und ich habe da dementsprechend einfach meine Ruhe. Ich habe mein Backend abgesichert, ich habe mein Kontaktformular abgesichert,
mit DSGVO fange ich jetzt hier gar nicht an. Ich bin einfach safe. Wer das immer noch nicht hat, machen. Es kostet nichts. Ja, das Zeug ist in 5 Minuten grob beim Provider eingerichtet, das Thema ist durch. Ich glaube, da werden wir jetzt bei der nächsten Folie die Hosting-Provider auf Knien betteln, dass ich das nochmal predige. Formulare absichern. Wer hat denn sein Formular abgesichert gegen Spam-Angriffe? 1, 2, 3. Und was ist mit dem Rest? Das ist noch besser. Kein Formular ist noch besser. Es ist wirklich echt ein Problem. Ich rede nicht von der Standard-Joomla-Kontaktkomponente, die ist eigentlich ziemlich safe, oder? Ja, hier und da kommt es auch mal vor. Aber im Verhältnis, wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt irgendeine andere Kontaktformularkomponente und schmeiße die da rein, dann ist die Gefahr doch ziemlich hoch, dass da sehr, sehr viele Anfragen kommen oder das Zeug halt auch noch, wenn wieder nicht aktuell, gehackt wird und Spam versendet wird. Ihr werdet gesperrt bei den Providern. Die Webseite ist offline. Könnt ihr euch das leisten? Als Webseitenbetreiber? Als Dienstleister? Gut, es kann immer mal vorkommen, aber wie reagiere ich darauf und wie schnell? Problem ist, es sind so banale Wege, die man da machen kann. Ob das jetzt Recapture ist, ich sag mal, diese Faktoren wie Recapture, ja, Thema DSGVO wird da so langsam etwas schwierig mit. Aber es gibt ja natürlich andere Sachen wie versteckte Felder, die man da nehmen kann. Auch andere Kontaktformulare-Erweiterungen haben halt einfach banale Dinge wie Rechenaufgaben, die erfüllt werden müssen, auch wenn das dem User hier und da nicht gefällt. Eine sehr gute Methode ist, wenn man seine Besucher sehr, sehr gut eingrenzen kann. Dann kann ich auch dafür Sorge tragen, dass gewisse Länder zum Beispiel gar nicht da irgendwas ausführen dürfen. Nutzt jemand sowas? 3. Kann gefährlich sein. Man kann sich da auch aussperren, natürlich. Das ist natürlich immer ein Risiko. Aber die Frage ist, klar, es gibt dann natürlich auch Kundenwebseiten, die sind international aufgestellt, wo irgendwo der Rumäne was bei denen einkaufen will und es ist jetzt natürlich etwas schwierig. Da kann ich natürlich nur Sorge tragen mit gewissen Mechanismen. Ich sag mal, der Viktor Vogel hat ja auch ein paar schöne Plugins im Endeffekt am Laufen, wo ich halt einfach sagen kann, ich packe das da rein, ich konfiguriere das und ich bin eigentlich zu 99% safe. So, dann habe ich zwar immer noch 1%, dann schmeiße ich da noch eine lustige HTXs rein und tue halt mal eine ganze große Menge Bots aussperren, dann bin ich schon mal irgendwo bei 99,7% und den Rest muss ich mal gucken, wie ich das auch noch irgendwie im Griff kriege. Ich kann da sehr, sehr viel machen. Mit relativ einfachen Mitteln. Wir haben vieles einfach vorgefertigt. Ihr müsst das nur noch nutzen. Gewisse Sachen kann man nicht standardisieren, weil man nicht weiß, was der Kunde einsetzt oder was die Webseite einsetzt. Aber probiert es aus. Weil ich höre immer wieder, dass die Webseiten vom Netz genommen werden, weil die Kontaktformulare Spam versenden. Ich rede da nicht irgendwie von 100 E-Mails am Tag, sondern von 5000 in der Minute. Und auch euch entsteht dadurch wieder ein wirtschaftlicher Schaden, vor allem für den Kunden. Weil er kann dafür rechtlich belangt werden. Ist den meisten nicht klar. Das ist dann wieder so Thema Unwissenheit oder Gleichgültigkeit. Ich habe das alles erlebt, dass es Gleichgültigkeit vom Kunden, vom Dienstleister gibt. Das böse Erwachen kommt dann, wenn dann irgendeine lustige Rechtsanwaltskanzlei dann im Auftrag von einem anderen Unternehmen, was dadurch angegriffen wurde, ist, dann mal vielleicht mal ein Schreiben schickt und die Verfahrenssumme auf 1,5 Millionen Euro angesetzt wird. Das ist noch wenig. Das geht dann irgendwann ins Geld. Und auch nur die Gerichtsprozesse, um da vielleicht mit einem blauen Auge davon zu kommen, sind in der Regel schon so ein paar tausend Euro. Drüber nachdenken. Ansonsten kann ich nur sagen,
besucht die Seite, schaut nach, was wir da veröffentlicht haben. Vieles ist da einfach beschrieben. Wir haben alles auf, ich sage jetzt mal, Joomla 3 angepasst. HTX ist da zum Downloaden, testet die aus. Macht ein paar Einstellungen. Haltet die Updates irgendwo, so weit wie es geht, so schnell wie möglich aktuell ist. Ich weiß, es gibt da so ein paar Erweiterungen. Da kann man halt nicht immer gleich auf den Update-Button drücken. Aber man sollte das tun. Und das schleunigt. Wir haben auch ein paar Skripte da zur Verfügung gestellt. Es gibt auch ein paar Skripte, die da noch nicht veröffentlicht worden sind. Wenn da, also ich sage jetzt mal so Thema Backup-Skripte oder sowas, die wollten wir mal veröffentlichen, aber ist ein Problem, die überall, sage ich mal, bei jedem Provider irgendwie zum Laufen zu kriegen, weil ein paar Voraussetzungen, sage ich mal, erfüllt sein müssen. Aber wenn jemand da Interesse hat, gebe ich die gerne raus, weil so eine Joomla-Instanz in blöd ausgedrückt in 30 Sekunden zu sichern, ist schon ganz cool. Und man kann damit halt auch mal so schlappe 200 Joomla-Instanzen in 15 Minuten sichern, wenn der Server es hergibt. Das macht schon Spaß. Also Massenaufgaben auch kein Problem. Demnächst wird es noch was Cooles geben. Da sitzt der Guido noch, vor allen Dingen auch noch mit dem Victor dran, dass man über die Joomla CLI die Updates im Endeffekt über die Kommandozeile halt vernünftig einspielen kann. Da werden noch ein paar Sachen optimiert. So ein Thema Black and White Listing von Erweiterungen, weil ich kann nicht jede Erweiterung mal eben sofort aktualisieren oder will ich vielleicht nicht gleich. Ich muss da vielleicht mal eine Woche warten oder so, dass vielleicht erst mal das eine da erstmal abgedatet wird, bevor ich das andere machen kann. Dann kann man auch solche Sachen da noch weiter automatisieren und das alles mit Joomla Bordmitteln. Ich bin eigentlich schon am Ende, weil ich gesagt habe, ich werde jetzt hier keine Predigt halten von Ordnerberechtigung oder Sonstiges. Mir ist das Thema Mensch wichtiger. Ihr müsst die Webseiten sauber halten, dann wird auch die Statistik wieder schöner. Die Webseiten, die wirklich Sicherheitsprobleme machen, liegt alles eigentlich an Menschen dahinter, die gewisse Aufgaben nicht vollzogen haben. Jetzt habe ich eigentlich nur noch die Frage an euch. Habt ihr noch Fragen? Ja. Du hast vorhin ja mal gesagt, dass so Angriffe relativ schnell nach Bekanntgabe von irgendwelchen Updates kommen. Wie kommt denn sowas? Dass die das ist relativ einfach. Wenn ich sage jetzt mal, es gibt ja mehrere Wege. Nehmen wir an, irgendjemand findet eine Sicherheitslücke in Joomla und meldet die dem Security-Team von Joomla. Dann läuft das in der Regel so ab, dass sie sagen, okay, wir müssen da einen Patch machen und je nachdem, wie schwer dieser Grad ist, also entweder ist es ein normales Update, weil da die Sicherheitslücke nur am Freitag, den 13. bei Vollmond ausgenutzt werden kann, dann läuft das halt normal in dem ganz normalen Update-Prozess. Es gibt aber natürlich Probleme, die dann wirklich echt gravierend sein können. Die werden dann auch angekündigt und man sollte die Updates einspielen, weil in der Regel zu dieser Sicherheitslücke ein sogenannter Exploit existiert. Der wird dann in der Regel auch dann sofort veröffentlicht. Also es gibt, ich sage jetzt mal, den netten Finder der Sicherheitslücke, dass der sagt, ich gebe euch 2 Wochen Zeit, ein Update zu schreiben. Danach veröffentliche ich diesen Exploit dazu. Entweder habe ich das Update und ich muss mir keine Sorgen mehr machen, oder ich habe es nicht. Und wenn der das veröffentlicht, dann taucht das in gewissen Datenbanken auf, natürlich schön oben gelistet als neuer Eintrag, und dann wird das Ding ausgenutzt. Und da gibt es findige Entwickler, die das ganz, ganz schnell machen und dementsprechend Massen an Webseiten hacken können. Ich sage mal, das wird euch jeder Hosting-Provider, die jetzt auch draußen stehen, bestätigen. Da gibt es Angriffe, ich glaube, der schnellste Bekannte, der mir untergekommen ist, hat 15 Minuten nach Veröffentlichung des Updates gedauert. Und da waren, wie war das damals,
Die Zahl war von so einem blauen Hoster, aber es war nicht mit Wald. Dass innerhalb von einer Stunde 100.000 Webseiten bei denen angegriffen worden sind. Das ist wirklich mein voller Ernst, wenn ich sage, wenn solche Ankündigungen auf Joomla.de kommen, dann ist wurscht, ob ihr auf Teneriffa liegt. Dann muss dieses Update eingespielt werden. Weil das kann echt zu Problemen führen. Das kommt sehr, sehr selten vor, Gott sei Dank. Also ich weiß nicht, wie oft das vorgekommen ist bisher. Ich glaube, 2 Mal in den letzten 3 Jahren. Die anderen Updates waren alle relativ harmlos, sage ich jetzt mal. Aber auch da sollte man zusehen, dass sie innerhalb der nächsten, ich sage jetzt mal, 48 Stunden spätestens eingespielt werden. Und das sollte man einplanen. Wenn sowas veröffentlicht wird, ich sage mal, einiges kann man vorher erkennen, dass sie kommen. An GitHub zum Beispiel, ja, man sieht ja, dass irgendwann irgendwelche Joomla-Versionen eingefroren werden und dann, also Beispiel an den Sprachdateien kann man das gut sehen, dann weiß man, da kommt was. Kann man da sich vielleicht schon mal drauf einstellen? Frage so beantwortet? Ah, noch Fragen, ja. Genau, laufen wir mal mit dem Mikro. Schneller. Was hältst du von so Tools wie Akiba Admin Tools und der HTAccess, die daraus generiert wird? Die hat sehr, sehr gute Funktionen. Es ist wie im Endeffekt unsere HTAccess, sage ich mal auch. Die macht sehr, sehr viel. Natürlich kann ich mich damit auch selber aussperren. Also das Ding hat schon seine Berechtigung. Es gibt Leute, die setzen das ganz gerne ein. Es gibt auch so ein paar Dinger da drin, die finde ich fragwürdig. Das ist meine persönliche Meinung. Also wenn ich, vor allen Dingen, wenn ich da von einer WAF rede, also von einer Web Application Firewall, dann sage ich, ist das falsch in meinen Augen. Das Ding gehört nicht in Joomla. Da gibt es auch noch so andere Joomla-Erweiterungen, die mit R anfangen und irgendwo in Europa noch ihren Sitz haben. In meinen Augen ist das, sorry, das ist scheiße. Das Ding gehört vor dem System und nicht in dem System. Und wirkliche Web-Application-Firewalls, da gibt es 2 Anbieter am Markt. Mittlerweile heißen die einen Rode und Schwarz und das andere ist Barracuda, sage ich jetzt mal, weil die NIOL da integriert worden ist. Die können das. Die Dinger kosten aber auch Geld. Oder es gibt halt Hosting-Provider, also gerade gegangen. Die sitzen in Regensburg, sagen wir es mal so rum. Die haben eine eigene Web-Application-Firewall geschrieben mit Mod Security. Also die filtern das einmal durch einen kompletten Proxy einmal durch. Das macht dann schon mehr Sinn. Also die haben da jahrelang an diesem Regelwerk gefeilt. Also ja, macht Sinn, diese Erweiterung, aber es gibt so 2, 3 Dinge, mittlerweile habe ich auch seit einem Jahr da nicht mehr reingeguckt, muss ich ehrlicherweise dazu sagen, aber die 2, 3 Dinge, sage ich, grenzwertig, der Rest, nee, super Produkt, keine Frage. Auf jeden Fall, schnell, einfach installiert und ich habe einen relativ hohen Schutz, den ich damit erreichen kann, definitiv. Und der Nikolas, sage ich mal, hat ja, sage ich mal, auch bewiesen, dass er ganz gute Arbeit macht. Also das passt schon, absolut. Hier vorne war noch eine Frage, glaube ich. Was macht man mit Kunden, die noch veraltete Joomla-Systeme haben, wie 2.5 und sich weigern oder auch weigern, Wartungsverträge abzuschließen? Soll man die trotzdem aktualisieren auf eigene Kosten, was ich aber nicht einsehe? Oder auf einen extra Server legen, wo ich alle, die nicht aktualisiert werden, drauflege und dann hat er halt Pech? Frage. Hast du einen Spaten und weißt Stellen, wo du sie vergraben kannst, die Kunden? Da hilft das ganze Überreden nicht oder die ganze Überredungskunst. Ja. Also es gibt immer welche, eben, wie wir gestern schon gesagt haben, auch mit 2.5 Webseiten. Ja, ich weiß, das ist ein leidiges Thema. Es gibt mittlerweile, also ich persönlich gehe da sehr vielleicht arrogant vor und sage dem Kunden klar und deutlich, sowas gibt es bei mir nicht, Punkt, Ende, aus. Ich gebe die Vorgabe der Sicherheit, nicht der Kunde. Wenn er das nicht will, schönen Tag noch. Es gibt Kunden, die haben gesagt, ja, dann gehe ich halt weg, dann gehe ich zum anderen Provider. Hat er getan, hat mich gefreut wie Sau. Weil der hat in 2 Tagen angerufen und hat gesagt, der Provider hat mich gesperrt. Ich sage, echt?
Warum? Ja, der hat gesagt, ich habe da noch so eine veraltete Joomla-Installation. Ja, ich habe es dir ja gesagt. Argument dagegen, hat er auch noch ein Windows 95 im Einsatz? Nö. Keine Ahnung. Aber teilweise sind das also ältere Leute, ich arbeite viel mit Vermietungsbetrieben, die haben zwar bestimmt nicht mehr Windows 95, aber veraltete Systeme auch da. Ja, also das ist ein Thema. Es gibt da eigentlich keinen Weg. Ich muss aktualisieren. Ja. Ich kann diese Systeme nicht weiter betreiben. Aber erstens, es ist auch legitim, haftbar, wenn man sich das bezahlen lässt und nicht einfach so macht, weil... Ja, natürlich. Blöd, um Gottes Willen. Ja. Deine Arbeit muss bezahlt werden, gar keine Frage. Das kriegt man dann auch zu hören. Ja, ich habe ja Webseite machen lassen, jetzt sorgt dafür, dass die immer sicher ist. Also ja, natürlich hat da jeder so seinen Ansatz, wie er damit umgeht, mit diesen Kunden. Ich habe da eine ganz klare Philosophie und Einstellung. Ich sage, nee, Punkt, Ende, aus, ist okay. Nicht. Wir müssen das updaten. Jeder meiner Kunden hat einen Wartungsvertrag. Und wenn da drin steht, wir müssen da irgendwas mehr machen, dann steht da drin, dann muss ich dazu im schlimmsten Falle ein gesondertes Angebot erstellen, wenn sich da irgendwie festgestellt wird, irgendwas passt da nicht. Aber dann muss ich da halt im Endeffekt agieren und sagen, du, das geht so nicht. Das Ding können wir nicht so laufen lassen, ansonsten bin ich raus. Dann sage ich, hier, Kunde, da, deins. Was du damit machst, ist mir wurscht. Der wird früher oder später gehackt. Das stelle ich ihm auch schriftlich aus. Ja. Das wird kommen. Ja. Die Frage ist, was hat er dadurch für einen Schaden? Und die Schäden gehen ja ganz, ganz schnell in vierstelligen Bereich hoch. Ja. Ohne Probleme. Ja, das nächste Problem sind dann die Formulare, weil ich teilweise auch Kunden habe, die sagen, ja, für meine Nutzer ist das zu kompliziert. Wieder Vermietungsbetriebe, ich habe ältere Gäste, die können das nicht eingeben, nehmen wir es raus. Würdest du das rausnehmen oder nicht? Yes, also zum Beispiel bei Kontaktformularen, wenn du so eine alte Webseite hast. Die Sicherung. Ja, ich schmeiß das Ding raus. Ja, also das Ding ist nicht safe. Und es gibt auch Seiten, man hat ja gestern auch beim Pre-Event schon drüber gesprochen, wo man einfach sagt, HT-Track, wer das Tool kennt, weiß, wovon ich rede. Das Ding macht einfach eine statische Kopie. Machst einfach eine statische Kopie der Webseite, lädst die hoch und das Kontaktformular ist halt tot. Dann ist die Seite wieder safe. Ja, in dem Fall ist es halt statisch. Also wenn der Kunde damit arbeiten sollte, also wirklich selber Inhalte pflegt, was ja auch schon heute Thema war, dann muss ich ganz ehrlich sagen, entweder hat er das Geld oder er hat es nicht. Und wenn er das Geld nicht hat, dann muss er ganz ehrlich sagen, dann darf er das Ding nicht betreiben. Das ist wie beim Auto. Wenn ich keinen Ölwechsel mache, dann habe ich langfristig einen Kolbenfresser. Das ist mal so. Ja, okay, da war noch eine Frage. Keine Frage, sondern eher ergänzend. Okay. Also ich habe auch so eine Handvoll Kunden, die sich vehement weigern. Ja. Ich mache mittlerweile nichts mehr ohne Servicevertrag. Genau. Aber genau gut. Zu den Kunden, das sind dann die, die als erstes kommen, wenn es passiert. Langer, du bist schuld. Und da habe ich nämlich eins gemacht. Ich habe die ganzen Risiken auf ein schönes Papierchen geschrieben und habe drunter, habe ich gelesen, verstanden, geht mir am Arsch vorbei, Unterschrift. Dann bin ich da nämlich raus. Ja, natürlich. Ui, jetzt kommt doch noch Fragen. Ich habe noch eine Frage, weil ich das ist schon länger her. Ich hatte das mal das Problem, dass bei einem Provider auf demselben Server, auf dem auch meine Webseite war, eine war, die gehackt wurde und über die Seite ist dann auch meine gehackt worden. Das wäre mal jetzt meine Frage, gibt es da auch eine Möglichkeit, außer dass ich einen Provider wechsle, dass ich dann da auch die Seite safe machen kann? Nö, scheiß Provider. Okay. Kurz und schmerzlos. Oh. Sage ich, danke.